Die jungen Zuschauer waren begeistert von der Premiere. Claudia Kleinert sagt Ihnen jetzt, wie das Wetter wird. Nachrichten gibt es hier wieder um 19:30 heute Abend mit meinem Kollegen Sascha Becker. Tschüss. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Lotto Rheinland-Pfalz. Es regnet immer mal wieder. Da schüttelt es sogar kurz die Kamera. Bei Waldorf brauchte man heute sehr viel positive Fantasie, um diesem Wetter etwas Schönes abzugewinnen. Helfen konnten vielleicht die bunt verfärbten Baumkronen. Alles andere ging in Nebel und Regen unter. Der muss immer da oben ausharren. Hoffentlich taugt der Rostschutz am Oppenheimer Hahn was. Alle anderen haben sich so gut es geht mit Schirmen vor dem Regen geschützt und sind ein Stück schneller als sonst nach Hause gegangen. Schon im 4. Jahrhundert soll hier bei Kallstadt Wein angebaut worden sein. Dabei kann das Wetter nicht immer so schlecht gewesen sein wie heute. Denn sonst hätten die Menschen den Glauben an ihre guten Tropfen längst verloren. Werten wir das heute also als Ausrutscher. Ja, und entschuldigen Sie bitte die Bildstörung eben. Ich habe hier ganz ruhig gestanden und überhaupt nicht gezuckt. Weiter im Wetter. Dichte Wolkenfelder gab es heute, und zwar über ganz Rheinland-Pfalz. Sie sehen vielleicht so ein paar Auflockerungen, die konnte man erkennen. Aber das auch schon mit Mühe, denn das waren wirklich nur einzelne kurze Sonnenstrahlen, die man erkennen konnte. Und dazu war es halt auch immer wieder nass. Und so sehen die nächsten Tage aus. Mild, morgen 13 Grad, hier am Beispiel Koblenz, 6 Liter pro Quadratmeter werden das ungefähr sein. Und am Donnerstag 3 Liter, Freitag 8 Liter, dann gehen die Temperaturen zumindest kurzzeitig mal wieder bergab. Da haben wir es aber immer noch mit zweistelligen Werten und 11 Grad als Höchsttemperaturen zu tun. Nicht unbedingt das Wetter, das der Mensch so mag, Pilze mögen das aber sehr gerne. Und wir waren heute mal Pilze sammeln im Wald bei Sinzig.